Morgen. Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der Rheinkirche. Ich heiße Sabine Doll und moderiere durch den Gottesdienst. Ich habe längst aufgehört, die Online-Gottesdienste durchzuzählen, wie oft wir schon eine Online-Predigt gehört haben. Es wird auch noch eine Weile dauern, bevor wir dieses Setting ändern können. Aber der Kirchenkalender, der zählt die Sonntage durch. Und da befinden wir uns zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und im Übrigen, unsere Zeitrechnung wird nicht mit Beginn der Corona-Krise gerechnet, sondern sie bezieht sich auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus an dem Osterfest vor über 2000 Jahren. Und das Osterfest haben wir vor 6 Wochen gefeiert. Dieser Sonntag ist überschrieben mit dem Namen Ex Audi. Das ist Latein und frei übersetzt heißt das: Herr, höre meine Stimme. Und das ist ganz super, dass Gott uns hört, egal mit welcher Stimme oder mit welcher Sprache wir zu ihm rufen. Wenn wir Deutsch beten oder Persisch oder Portugiesisch oder Französisch, Gott versteht uns und das ist super toll. Und deshalb ist es super gut, dass du dich reingeklickt hast in den Gottesdienst. Denn wenn du Gott suchst und ganz nah zu ihm kommst, dann wird er auch dich berühren und wird dich segnen können. Und ja, das ist einfach so gut, dass du dabei bist. Ich bete zu Anfang des Gottesdienstes. Lieber Vater im Himmel, du bist unser allmächtiger Gott und wir kommen zu dir in diesem Gottesdienst. Danke, dass du uns hörst und verstehst, dass du in aller unser tiefstes Herz hineinschaust und siehst, was wir brauchen an Ermutigung, an Zuspruch. Wir bitten dich einfach, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist, dass du uns segnest, dass du uns erfüllst. Danke, dass du über Raum und Zeit stehst und dass du die Möglichkeit hast, bei jedem persönlich zu sein. Dafür ehren wir dich und beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite? Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite? Wer kann uns widerstehen?
stehen. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Ich lese einige Sätze, einige Verse aus dem Psalm 27, der für diesen Sonntag, ich höre meine Stimme, vorgegeben ist. Denn er, Gott, wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück. Denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Ich lade euch jetzt ein, mit mir zu Gott zu rufen und ihn ja mit Fürbitten zu bitten. Unser Vater im Himmel, wir legen dir all die Schwierigkeiten dieser Welt hin, angefangen mit der Viruspandemie, die die ganze Welt betrifft. Die Eltern, die im Homeoffice und mit der Kinderbetreuung am Rand ihrer Belastbarkeit sind. Menschen, die finanziell in Schieflage geraten sind. Wir bitten dich für das Pflegepersonal, für die Ärzte, die in vielen Ländern noch immer um die Heilung und um das Leben von Erkrankten ringen und frustriert sind, wenn sie Patienten aufgeben müssen. Wir bitten dich für die Angehörigen, die Menschen verloren haben, dass du sie tröstest. Und Herr Jesus, die Viruspandemie ist nicht die einzige Krise dieser Welt, die uns erschüttert. Wir denken an die neuen Kriegshandlungen in Syrien. Wir bitten dich für die Hungersnot und Dürre in Afrika. Du siehst die Millionen Flüchtlinge in den Heimen und in den Lagern in Jordanien, in der Türkei, in Griechenland. Du siehst die Not und die Gewalt in den vielen Slums der Großstädte dieser Welt. Herr, wir rufen zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich. Amen. Du bist mein Zufluchtsort.
always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Herzlich willkommen, Rheinkirchler, zu unserem Online-Gottesdienst und eben auch zur Predigt innerhalb dieses Gottesdienstes. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist, wenn wir weiter in einer Predigtreihe, die wir letzte Woche begonnen haben, vorwärts gehen und schauen, was dieser Bibeltext, der so bekannt ist, so berühmt ist, für uns bereitet hat. Du wirst es wahrscheinlich wissen, es geht wieder um das Vaterunser. Dieses großartige Gebet, dieses große Gebet mit so vielen Bedeutungen, mit so viel Sinnhaftigkeit, so verdichtet, dass es hätte gar nicht besser gestaltet und komponiert werden können. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte über mich selber. Als ich Jugendlicher war, da fragten wir uns manchmal mit Freunden von uns so ein bisschen, was ist eigentlich mal los im Himmel? Also jetzt mal ernsthaft, was machen wir eigentlich den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus im Himmel? Ich habe mit der Vorstellung, dass wir den ganzen Tag nur in irgendeinem Posaunenchor sitzen und Posaune spielen, jetzt immer nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Und wenn wir dann so ins Sprechen kamen, dann malte man sich das so ein bisschen aus und es geht immer um eine Sache, die uns gut gefällt. Das ist das, was stellvertretend für einen Himmel steht, für etwas Wunderschönes. Und mein großer Traum vom Himmel war es immer, dass es dort ganz sicher Wellen gibt. Nicht irgendwelche Wellen, sondern Wellen wie in Chahupo oder auf Hawaii, so ganz berühmte Wellen wie zum Beispiel Pipeline auf den hawaiianischen Inseln. Also nicht irgendwelche Wellen, sondern die besten Wellen. Und das jeden Tag. Das Meer ändert sich gar nicht von gut zu schlecht, sondern da rollt eine Welle nach der anderen perfekt rein. Jetzt ist das schön und gut und ich würde es lieben, solche Wellen zu sehen. Ich würde nur derzeit nicht hineingehen, weil ich nicht gut genug dafür bin. Also bin ich im Himmel nicht nur bei guten Wellen, sondern eben auch ein guter Surfer, sozusagen wie Kelly Slater, the greatest of all time, der immer noch mit Ende 40 Jahren Wettbewerbe surft. Das war für mich ein Stück weit Himmel, wie er für mich in Ordnung gewesen wäre. Etwas, was in mir Freude auslöst, woran ich Spaß habe, was mich tatsächlich glücklich macht. Der Himmel hat viele Facetten. Und ich weiß, dass nicht jeder von euch von einem Himmel träumt, bei dem es viele Wellen und bei dem man selber ein guter Surfer ist. Jeder von uns stellt sich etwas anderes darunter vor, weil wir andere Sachen gut finden. Und neben der Gemeinschaft mit Gott, die da versprochen wird, und einem Spazierengehen und einer Nähe und dem Hören, dem direkten Hören von Gott, Hören der Stimme Gottes, gibt es da eben noch so ein paar andere Sachen, die du und ich ganz unterschiedlich interpretieren würden und worauf wir uns freuen oder eben auch nicht. Das Reich Gottes, das Himmelreich sozusagen, ist aber etwas, was wir ganz gut getrennt haben von dem Erdreich. Das funktioniert irgendwie ganz gut, weil hier auf Erden sind wir nur in einer Zwischenzeit. Es gibt dieses Lied, das wir manchmal singen, das so ein bisschen interpretiert, dass wir nur darauf warten, dass irgendwann der große Knall kommt und es irgendwann einmal in ein Himmelreich gibt, wo ich eben surfen gehen kann und du, keine Ahnung, wahnsinnig viele gute, leckere Kekse backen kannst den ganzen Tag. Ich habe keine Ahnung, was du am liebsten machst. Und ich glaube, wir tun dieser Zwischenzeit, in Anführungsstrichen, dieser Zeit hier auf Erden, etwas Unrechtes. Denn das Reich Gottes hat eben auch schon etwas mit dieser Erde zu tun.
Der 24. Psalm, Vers 1, sagt, die Erde ist des Herrn und was drinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, sind sein Reich. Sind sozusagen schon jetzt sein Himmelreich. Sie gehören mit zu seiner Einflusssphäre. Sie gehören mit zu diesem Reich Gottes, worüber die Bibel spricht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Um diesen Passus soll es jetzt gehen. Das Vaterunser ist mehr als ein Gebet zu einem Gott, der irgendwo im Himmel sitzt und irgendwo sein Reich aufgeschlagen hat, sondern es ist ein Gebet zu einem Gott, der ein Reich hat, das nicht nur den Himmel umfasst, sondern schon hier auf Erden begonnen hat und in Christus Jesus erfüllt wurde. Und die spannende Frage ist doch jetzt, was beten wir da eigentlich? Bete ich also um eine Verbesserung meiner Surfskills oder dass wir gute Kekse im Himmel haben werden, wenn wir darum beten, dass sein Reich kommt? Nein, das wird uns allen klar sein und es ist allen klar, dass das eine rhetorische Frage war. Aber lassen wir mal die Bibel sprechen. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Schon Jesus sagt das in Matthäus Kapitel 4. Aber wie sieht das aus, dass ein Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und dass wir darum beten sollen, dass es immer näher kommt, dass es immer mehr Platz einnimmt in unserer Welt, in dieser Zwischenzeit? Diese Zwischenzeit scheint bei Jesus eine ganz hohe Bedeutung zu haben und einen ganz großen Wert zu haben. Es ist nicht etwas, was wir nur absitzen und abwarten, damit wir irgendwann nur mal dieses Zukünftige erreichen, sondern es ist wertschätzend dieser Zeit gegenüber. Und Jesus sagt, wenn dieses Reich gekommen ist, dann ist das ein Reich, in dem Menschen von Osten, von Westen, von Norden und Süden kommen und zu Tisch sitzen werden. Lukas 13, Vers 29. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Stellen, wo Jesus oder andere Evangelisten dieses Reich Gottes näher beschreiben. Ein Reich Gottes, das wir herbeibeten, das wir gerne haben wollen. Hier in diesem Text, beim Lukas-Evangelium, gibt es zwei Aspekte in diesem Vers, die mir tatsächlich das Herz aufgehen lassen. Dass Menschen von Westen, von Osten, von Norden und von Süden kommen, ist nichts anderes als ein Symbol, eine bildliche Sprache dafür, dass diese Welt eins wird. Dass es keine Vorurteile mehr gibt. Das war damals eigentlich unvorstellbar. Denn Grenzen waren nicht nur Menschen gemacht, sondern sie waren Menschen gewollt. Es gab bewusste Abspaltung von anderen ethnischen Gruppen. In diesem Text sagt Jesus, all das ist das Reich Gottes eben nicht. Dieses Reich Gottes, das nicht nur nahe herbeigekommen ist, sondern das immer mehr Raum einnehmen soll auf dieser Erde in dieser Zwischenzeit, da werden alle Menschen zusammenkommen. Es wird eine Welt ohne Rassismus, ohne Vorurteile anderen Menschen wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen was auch immer geben. Sie werden zusammenkommen. Es wird eins werden. Wenn ich versuche, das Ganze mal bildlich zu nehmen und mal zu gucken, wo passiert das denn heutzutage schon, dann würde ich sagen, Europa ist ein ganz kleines Teil dieses Einswerdens, das wir jetzt schon mitbekommen dürfen. Menschen kommen zusammen. Und noch immer müssen wir ja sagen, gibt es innerhalb dieses Europas wahnsinnig viele Vorurteile. Es gibt immer wieder Ausreißer in den Ländern, die dann von den anderen gedisst werden. Wir sehen also, das Reich Gottes ist noch nicht zur Vollendung gekommen, noch nicht zur Entfaltung gekommen auf dieser Erde. Menschen aus allen Nationen, mit allen Sprachen,
mit allen Gesichtszügen und Gesichtsfarben und Hautfarben und klein, groß, gelb, schwarz, weiß, alles kommt zusammen, ohne Vorurteile. Sie werden eins. Und das Zweite, was in diesem Vers drinsteckt, ist, dass sie zu Tisch sitzen werden, gemeinsam. Und zu Tisch sitzen ist für Jesus und in der Sprache Jesu nichts anderes, als dass Frieden einkehrt. Auch das zu Tisch sitzen ist damals alles andere als selbstverständlich. Zu Tisch sitzen tun die ganzen armen Menschen damals nicht, die es zuhauf gibt in einer Welt, in der die Wirtschaftskrise voll eingeschlagen hat. Und Jesus erzählt von einem Reich Gottes, an dem alle zusammen an einem Tisch sitzen werden, ohne reich und arm zu unterscheiden. Ohne dass der eine einen guten Wein und der andere einen schlechten Wein bekommt. Ohne dass der eine sich ein fettes Schnitzel leisten kann und der andere an einem Möhrchen knabbern muss, wenn er es denn nicht will, was es ja heutzutage durchaus auch gibt. An einem Tisch sitzen ist ein Zeichen für Äquivalenz, für Gleichheit, für nicht nur, dass sie zusammenkommen, sondern dass sie Leben miteinander teilen. Das ist Reich Gottes. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wenn wir dieses Gebet sprechen, tun wir Fürbitte und nehmen uns selber in diese Fürbitte mit hinein. Dass alles, was in dir und mir gegen diese unfassbar schöne Vorstellung von einem Reich steht, unser Egoismus, unser Sicherheitsdenken, unsere Vorurteile, die wir allzu gerne mit uns herumtragen, lassen wir los. Denn sein Reich, das hier auf der Erde sich entfaltet, ist ein Reich, in dem all diese Sicherheitsängste und Sorgen und Vorurteile und Kampf um Ressourcen und Gleichheit oder auch Reichtum nicht mehr stattfinden. Dein Reich komme ist ein Gebet, das das tiefste Anliegen Jesu auf dieser Erde gestalten soll. Das tiefe Anliegen Jesu, nämlich genau das zu tun, ein Friedensreich auf dieser Erde zu bauen. Für Jesus ist das Himmelreich nicht etwas, wo wir gut surfen gehen können. Das ist schön, das ist super. Das wünscht mir, glaube ich, Jesus genauso, wie er dir deine sehnlichsten Wünsche auch erfüllen möchte. Aber es geht auf dieser Erde, in dieser Zwischenzeit, um etwas anderes, um eine hohe Verantwortung von uns Christen, von dir und mir, nämlich, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen, sondern mit diesem Gebet tätig werden, um das Reich Gottes tatsächlich mehr auf Erden entfalten zu lassen. Das ist ganz einfach. Setz dich mit Menschen an einen Tisch. Von Norden, von Süden, von Osten und Westen. An einem Tisch zu sitzen, ist genau das, wovon Jesus in seinem Vater unser spricht. Ein kleines Stück Himmel auf Erden, Reich Gottes, das sich schon hier und jetzt zu erfüllen beginnt. Nach dem Gottesdienst schalte noch nicht ab, denn es wird die Folie vorkommen, mit dem Vater unser, das nach und nach aufgeschrieben werden wird. Wir werden das Vaterunser nicht gemeinsam beten, denn Reich Gottes, komme auf diese Erde, ist etwas, was du und ich ein Stück weit auch persönlich beantworten müssen, was wir damit meinen, wenn wir darum beten. Ich wünsche, dass du am Ende dieses Gottesdienstes ganz bewusst, langsam, entspannt das Vaterunser betest, nicht murmelst, auch nicht unbedingt laut sprichst, auch nicht unbedingt leise sprichst, ganz so, wie du es gerne machen möchtest.
aber dass du dir ein Stück weit Fokus gibst und Konzentration und Zeit lässt, um diese Worte, dein Reich komme, mit Leben zu füllen. Einen gesegneten Sonntag. Amen. Der Gottesdienst geht leider seinem Ende zu. Was gibt es noch zu berichten an Informationen? Wer die anderen heute treffen möchte, ist eingeladen, um 11.30 Uhr zum Kirchencafé zu kommen per Zoom. Der Einladungslink erfolgt wieder im Newsletter. Für unsere persischen Geschwister wird es eine persisch übersetzte Predigt ab 14.30 Uhr online geben. Und wenn jemand etwas auf dem Herzen hat und ein persönliches Gebet braucht, sprecht das Segnungsteam an. Es gibt Telefonnummern im Newsletter, wo ihr einige erreichen könnt. Oder schreibt eine Mail an die Leiterin des Segnungsteams, an Petra Thiele. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet.
Und jetzt möchte ich euch noch gerne unter den Segen Gottes stellen und dann nehme ich wieder einen Vers aus dem 27. Psalm, den allerletzten. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. So segne euch unser Vater im Himmel, sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.